Und damit hart's aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Piercer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Typ da oben hat anscheinend ein Problem mit Wänden. Aber ja, was wollen wir machen? Och nein, nicht wieder das Gekloppe. Das müssen wir sofort ausstellen. Das geht mir mittlerweile so doll auf den Keks. Vor allem seitdem wir es nicht mehr leiser stellen können. Also suchen wir jetzt erstmal schnell den Übeltäter. Und dann looten wir hier weiter. Ey. Okay, er hat sich etwas festgepackt. Ich glaube, der ist hier unten. Zumindest, ja. Ey, wieder durch die Tür. Das gibt's doch wohl nicht. So, ich habe mir jetzt auch mal vorgenommen, etwas mehr. Och nee, schlägt doch schon wieder ein. Mensch. Oh nein, Kopf trocken. Ah, shit. Ach, Mist. Und wir haben schon wieder Hunger wie Sau. Wer kennt's nicht? Erstmal vollgekotzt werden, danach einen kleinen Snickers rein. Anders geht's doch heutzutage gar nicht mehr. Okay. Schön, wir haben zumindest erstmal das Klopfen ausgestellt. Denn das nervt mich richtig. Ich habe geschaut, ich habe es in der Nachbearbeitung einigermaßen leiser bekommen. Allerdings gerade der Start der letzten Folge. Ja, war eher unangenehm, aber ich kann es leider nicht ändern. So, dann wollen wir mal gucken. Lasst uns mal ganz kurz nochmal hier rausgehen. Ich muss mich nochmal ganz kurz erinnern, was wir denn in der letzten Folge alles Schönes getan haben. Gut, die Häuser waren... Wir waren doch die Häuser schon durch hier. Die haben wir doch alle leer gemacht. War doch das Ende der Folge, ey. Also anscheinend spawnen doch immer mal wieder Zombies nach. Aber Loot scheint ja nicht nachzukommen. Gut, also mit den Häusern hier waren wir durch. Weiß gar nicht, hatten wir die Autos? Nö, hatten wir nicht. Oh Mist, jetzt haben wir wieder so einen schweren Kanister. Ich steck den mal lieber hier oben ein. 24 Kilo. Oh ey, sag mal, wie viele Schnelle denn mittlerweile hier? Und ich habe richtig schön daneben geschossen. Aber egal, wir wollten ja sowieso mal ein bisschen Munition verballern. Von daher scheiße ich jetzt erstmal etwas auf den Baseballschläger. Und zwar so richtig so, damit die Zombies danach braun im Gesicht werden, wenn ich die damit erschlage. Gut, hier haben wir noch einen. Ich probiere das jetzt nochmal mit dem Dolch. Wir schleichen nochmal. Und dann machen wir den Arschpieks. Nö, also ich weiß nicht, was dieser Dolch bringen soll. 11 Kill. Macht er anscheinend nicht. Vielleicht bin ich auch zu dumm dafür. Und ich muss... Ach du Scheiße. Mensch, komm jetzt wirklich mal. Er steht bei dem Dolch was da? Beschädigung 6. Gewicht 1 Kilo. Es steht auch nichts da. Ich dachte, ich habe schon mal gelesen, dass da was mit Stealth 10 Mal irgendwas stand. Aber das war ja dann anscheinend noch vorm Update. Jetzt steht auf jeden Fall nichts mehr da oder ich bin einfach nur zu blöd, es zu finden. Egal, also ich lasse den Dolch weg, der nervt mich. Bin sowieso nicht so der Freund vom Schleichen in dem Spiel, wie man ja sicherlich schon mitbekommen hat. Denn effektiv kämpfen wir hier gegen die Zeit. Auch wenn wir mittlerweile so viel Loot haben, auch wenn ich schon wieder sehe, was hier alles rumliegt. Also das ist ja echt... Die ganzen ersten Dörfer waren so mager und wir mussten schauen, dass wir nicht verhungern oder verdursten. Und mittlerweile können wir uns mit Essen bewerfen. Wir können eine Essensschlacht machen mit Zombies. Gucken, machen wir vielleicht auch noch. Das finde ich immer noch ein bisschen schade, dass die von außen leer sind. Aber eigentlich ist was drin. Würde ich mir wünschen für das nächste Update. Bitte die Schränke von außen befüllen. Aber bitte keine Waffen mehr wegnehmen. Vielen Dank. Gut. Ach Mensch, das Dorf ist ja doch noch relativ groß, ne? Also die Reihe von Häusern müssen wir noch und hier hinten. Wir haben es zwar erst 13 Uhr, allerdings sind wir schon wieder fast voll. Deswegen würde ich sagen, lasst uns das nächste Haus noch abluten und dann müssten wir wahrscheinlich schon wieder so langsam Richtung Zug. Das ist natürlich auch doof mit dem Kanister jetzt, ne? Das Ding hier wiegt auch relativ viel, 2 Kilo. Wie viel wiegt denn das? 1 Kilo. Wiegt dieser scheiß Dolch ein Kilo? Na, haben wir zumindest 1 Kilo eingespart. Lasst uns mal noch was essen. 15 macht's, dann können wir davon uns 3 Stück reinhauen. Ah, wir haben so verdammt viel Wasser einstecken, das ist halt echt, echt unnötig. Wartet mal kurz, ich werfe das mal kurz auf den Boden. Wie viel können wir denn da reinpacken, Freunde? 5 Kilo ging immer, also müssten wir ja 10 reinpacken können. Genau. Dann nehmen wir das Wasser nochmal mit. So, 5 Kilo haben wir wieder. Dann ist mal hier ein Level Up angesagt. Level 11. Braucht eine ganze Menge. 600 Erfahrung. Das dauert noch ein Weilchen.
Und ich glaube fast, wir gehen wieder auf Stärke. Ich mache erstmal die Tür zu. Es tut mir leid, wenn es im Hintergrund schon wieder hämmert. Und das nervt auch wirklich ziemlich an. Das müsste man nochmal umprogrammieren. Aber ja, genug aufgeregt. Ich möchte hier keine schlechte Laune verbreiten. So. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass es mittlerweile deutsch ist. Zumindest ein großer Teil. Und vor allem auch, dass an der Grafik so viel passiert ist. Es sah ja am Anfang wirklich alles noch sehr, sehr unschön aus. War nett formuliert. Und dabei spiele ich sogar aktuell noch auf der lowsten Stufe, die geht vom Video, weil es ja so geruckelt hat. Komm, wir stellen es nochmal auf Very High. Ich mache es jetzt live mit euch. Vielleicht hat das Update ja auch gebracht, dass es dann nicht mehr ruckelt. Aber es hat gerade schon wieder ganz schön geruckelt. Aber zumindest können wir es uns dann mal anschauen. Oh, schaut euch mal die Bodendielen an. Das sieht schon fett aus. Ja, sieht schon mal besser aus. Die Tür auch. Ich lasse es mal noch ganz kurz an auf der Grafikeinstellung. Es hat zwar gerade mal kurz geleckt, aber läuft immer noch besser als vorher. Vor dem Update. Also anscheinend wurde auch da... Ah, nee, das leckt mir zu viel. Wir gucken mal ganz kurz. Dann gehen wir mal auf High. Sorry, wenn ich das jetzt hier live mit euch mache, aber dann seht ihr auch gleich mal den Unterschied. Ich wollte es euch ja auch bloß mal zeigen, was hier noch rauszuholen ist. Ah, wir sind überladen. Okay. 36 von 36 Kilo. Ah, es ist halt erst 14 Uhr, das ärgert mich so ein bisschen an der Geschichte. Können natürlich gucken, ob wir den Kanister vielleicht wegpacken, aber dann müssen wir auch bloß den später wieder einsammeln. Das macht alles wenig Sinn. Nee, kommt, wir machen erstmal nach Hause. Also in den Zug. Das kann man ja unser Zuhause nennen. Es tut mir leid, ich hätte gerne noch weiter gelootet, dass wir nicht schon wieder so schnell zum Zug müssen, aber wir sind fast voll. Und jetzt die ganze Zeit umdisponieren mit hier, welche Sachen wir hier oben haben und hier, dass wir dann vielleicht doch noch ein Kilo rausholen. Ganz ehrlich, das frisst mehr Zeit, als dass es uns etwas nützt. So. Ach, diese Ruhe. Aber mir fehlt tatsächlich ein bisschen die Melodie. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch genauso geht. Vielleicht ging es auch vielen einfach auf den Sack. Und deswegen wurde es rausgenommen. Aber ich muss sagen, mir fehlt es ein bisschen. Diese schöne Atmosphäre. Diese liebevolle, friedliche Atmosphäre, die Melodie mit sich gebracht hat, die fehlt mir tatsächlich. Aber vielleicht geht es ja auch nur mir so. Gut, also ich würde sagen, auf der Grafikeinstellung können wir es lassen. Wir haben es jetzt auf High stehen. Nicht auf Very High, aber auf High. Und immer noch besser als Low. Und deswegen lassen wir das so. Ja, aber jetzt läuft es ja ganz gut. Nicht ganz so flüssig wie auf Low. Aber trotzdem noch ruckelfrei. Und dafür um einiges schöner. Gerade die, und in dem Moment ruckelt es natürlich. Vielen Dank, liebes Spiel, dass du mir so in den Rücken fällst. Ich habe nur versucht, dich zu unterstützen, weißt du? Naja, aber die Zäune, Rasen, sieht schon alles schöner aus. Auch die Texturen von den Häusern. Hier ist tatsächlich viel passiert mit dem letzten Update. Das freut mich sehr. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Spieler das Game mittlerweile hat. Also, scheinen ja doch schon ein paar Leute zu zocken. Ansonsten wäre wahrscheinlich nicht so ein großes Update gekommen oder vielleicht auch doch. Aber ich sag mal, wenn es jetzt gar nicht angekommen wäre bei den Spielern, dann ist ja wahrscheinlich auch, oder dann ist es unwahrscheinlich, dass noch so viel Arbeit reingesteckt wird. Na gut, es sieht auf jeden Fall alles viel schöner aus. Ich bin mal gespannt, ob wir vorne das Häuschen, wo die Weiche war, ob wir das jetzt auch aufkriegen. Ach komm, wir trinken hier mal Energy, dann sind wir etwas schneller. 15 Uhr. Naja, dann bauen wir am besten noch ein Schränkchen, würde ich sagen, im Zug. Unsere sind ja fast voll. Dass wir da wieder ein bisschen Platz schaffen. Und dann haben wir es ja auch dann so langsam 17 Uhr rum, dass wir schlafen gehen können. Ja, was ich sagen wollte, ich bin mal gespannt, ob wir dann das Häuschen mit der Weiche dann aufkriegen, weil hier war die Tür auch offen. Und wir durch die Weiche dann endlich mal umstellen können. Bin nämlich gespannt,
in welches Dorf es noch geht. Boah, guckt euch mal die Container an jetzt mit höherer Auflösung. Super heavy. Das sieht doch schon um einiges geiler aus als vorher. Und auch schön, dass es jetzt so flüssig läuft. Ach, auch die Kisten. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es so längliche Kisten gab. Die haben sie anscheinend auch neu mit hinzugefügt. So, wie sieht's denn aus? 344. Mensch, Level 11 wird tatsächlich schwierig. Ich glaube schon fast, dass wir es nicht mehr in dem Dorf schaffen werden. Haben wir denn eigentlich Metall gefunden? Nö, kein Metall, aber wir haben auch kaum Kisten durchgeguckt und Metall findet man ja eigentlich, glaube nur in den Kisten. Zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir es schon mal woanders gefunden haben. So, wir werden jetzt hier wahrscheinlich so einen kleinen Schrank nicht mehr hier hinkriegen, ne? Da steht das Bett zu weit vorne. Aber das Bett war auch gerade so platztechnisch dahingestellt, wo es ging, wegen der Tür. Ah, wir hätten natürlich den Schrank weiter rüberräumen können. Das wäre, denke ich, um einiges sinnvoller gewesen. Aber naja, gut, wir können ja am Anfang auch noch nicht wissen, dass wir so viel Schränke brauchen werden. Ich glaube, unsere Pflänzchen sind fertig, aber naja, wir gucken jetzt erstmal hier rein. Ich würde jetzt erstmal das dort reinpacken. Das Geld kann weg, wir sind mittlerweile fast Millionär. 1 Kilo wiegt das, geht auch noch weg. Und das wiegt 2 Kilo, das passt nicht mehr rein. Dann lasst uns hier mal noch etwas Pistolenmuni reinpacken. So, Wasser haben wir auch noch genug, der Schrank ist aber voll. Hier haben wir noch, boah, jetzt habe ich was im Auge gehabt. So, Wasser haben wir 22, die können komplett hier rein. Wir haben die 10 Stück noch einstecken. Dieses Getriebeteil hauen wir auch weg. Kartoffeln weg. Nee, obwohl. Kartoffeln einstecken. Wir können ja gleich hinten ernten. Nee, obwohl, dann brauchen wir ja keine neuen. Die lassen ja alle genügend fallen. Das war dumm, was ich gesagt habe. Wieso vieles? Ja. Ah, okay. Was auch immer diese Funktion bringen soll. Aber es funktioniert. Gut. Das und das weg. Auch noch keine 12 Tüten Chips. Das kann weg. Das kann weg. Passt nicht mehr rein. Schade. Wie viel haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein bisschen was. Dann packen wir das hier rein. Pillendöschen. Komm, da essen wir mal eins und den Rest packen wir weg. Oh, ich kann nicht gleichzeitig essen und wegpacken. Schade. So, was haben wir noch? Den Mist auch weg. Dann sind wir noch bei 9 Kilo. Ist immer noch zu viel. Den Mist weg. 8 Kilo passt. Komm, hier. Nee. Gib mir mal 24. Eigentlich wollte ich 25 drücken, aber da habe ich mich wohl etwas verdrückt. So. Gut, also wir gucken mal kurz. Was brauchen wir für so einen schönen Schrank jetzt? Überlegen wir mal kurz, wo stellen wir den hin? Wenn wir so einen großen noch hier daneben stellen. Weil hier passen nur noch kleine hin, weil die Fenster möchte ich wirklich nicht verdecken. Und hier hinten haben wir ja dann auch noch genügend Platz. Also würde ich sagen, wir bauen uns noch einen großen hier daneben. Wir haben dann allerdings später noch, na gut, hier kommt ja dann noch diese Schreibmaschinentischdings hin. Schreibmaschinen, Nähmaschine. Was laber ich schon wieder für ein Quatsch. So, 10 Holz, 1 Metall. Dann gib mir mal hier von 10 bitte. And please give me 1 Metal, my friend. Haben wir gar kein Metall mehr. Jetzt gar keins mehr. Ja, das ist natürlich etwas ungünstig. War mir so relativ sicher, dass wir definitiv noch ein Metall haben. Zumindest eins, aber haben wir anscheinend nicht. Und dann wird es langsam ein bisschen. Oh, okay, ich stell die Grafik doch wieder runter. Es tut mir leid. Upp, nicht das. Komm, Medium. Aber das ist mir hier gerade schon wieder viel zu laggy. So. Ja, schade. Dann müssen wir wirklich gucken, dass wir mal zeitnah noch ein Metall finden. Weil sonst wird es ein bisschen Mist, wenn unsere ganzen Truhen voll sind. Oder unsere ganzen Schränke. Was wollen wir dann großartig machen, ne? Gut, wir könnten schon mal anfangen, den Zug wieder aufzutanken. Wir haben ja schließlich genügend Kanister. Das würde auf jeden Fall nochmal etwas sparen. Wollen wir es mal ausprobieren? Ach komm, wir probieren es mal aus. 2 Kanister hauen wir mal rein. Oh, was?
Turn off your engine, save fuel. Okay, das stand vorher noch nicht da, das habe ich noch nicht entdeckt. Das Ding macht mittlerweile so coole Radiogeräusche. Aber wir haben ja schon unsere Durchsage gemacht an unsere Fahrgäste, das brauchen wir nicht nochmal. So, 3685 von 3200. Ja, das macht doch auf jeden Fall Sinn, oder? Wer kennt's nicht, 60 Liter Tank und man hat 80 drin. Standard, ne? Okay, also anscheinend wurde der Treibstofftank runtergenommen auf 3200. Aus welchem Grund auch immer. Das heißt, wir tanken auf jeden Fall nicht nach. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir jetzt den Tankdeckel aufmachen, dass uns die ganze Brühe entgegenkommt. Na gut, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, wir trinken und essen uns noch voll. Und dann geht's langsam schlafen. Wir haben es schon wieder 5:30. Und dann machen wir uns nochmal auf zum Dorf. So, was haben wir denn zu futtern? Chips können wir futtern. Das ist doch eine schöne Sache. Kann Chips machen. Naja, gut, okay, ja. Ich wollte gerade sagen, Chips machen mehr Hunger weg als so ein kleiner Riegel. Aber ja, so ein kleiner Riegel ist natürlich... Oh, jetzt haben wir wahrscheinlich zu viel gegessen, ne? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Naja. So ein kleiner Riegel ist natürlich auch weniger, wollte ich sagen. Gut, hier ist nicht wirklich viel dazugekommen, außer die Nähmaschine, die haben wir uns ja das letzte Mal schon angeguckt. Und Metall haben wir sowieso nicht, das heißt, bauen wird erstmal nichts. Dann würde ich sagen, wir hauen uns ins Bettchen, schlafen gemütlich eine Runde und dann machen wir uns nochmal auf den Weg ins Dorf. Und dann sollten wir eventuell, na, vielleicht mit diesem Durchgang schaffen, dass wir das Dorf leer haben. 5.50 Uhr. Ja, dass wir das Dorf leer haben. Mit der 11 Kilo einstecken, weil ich habe das Holz noch. Nee, das muss alles weg. 5 Kilo passt. Ja, dass wir es vielleicht schaffen, jetzt zum dritten Mal, dass wir das Dorf leer haben und uns dann mal wieder mit dem Zug auf den Weg zurück machen können. Aber wir brauchen sehr, sehr dringend Metall. Ich wollte ja eh mal gucken, ob wir hier hochkommen. Hier geht's zumindest hoch. Ach ja, komm, trinken Energy. Bis früher morgen kann dein Magen bestimmt gut ab. Erstmal so eine kleine Zuckerbombe. Gut, hier geht's lang. Okay, hier drüben. Ja, ich glaube, wir haben einen kleinen Weg gefunden. Bitte lass uns jetzt nicht im Stich. Oh, geil. Aber hier ist nichts weiter. Schade. Und nein, hier auch nicht. Hier hinten waren wir ja schon. Mich hier durch? Nee. Ach Mist, warum kommt... ich wollte gar nicht trinken. Einfach nur auf die Maustaste gedrückt, in der Hoffnung, wir können das hier irgendwie aufmachen. Ach schade, Mensch. Das sah wirklich so aus, als hätten wir was entdeckt, was wir hätten finden sollen. Weil es hier so schön lang ging, aber anscheinend nicht. Schade, schade. So, und jetzt nochmal zum letzten Mal. Es tut mir wirklich leid da draußen. Mal in einer Folge die Grafikeinstellung zu ändern. Das zeugt schon sehr von Unprofessionalität. Aber so kennt man mich. Aber es geht mir auf den Sack, es ruckelt hier die ganze Zeit und ich möchte die Aufnahme nicht versauen. So, lasst uns nochmal kurz hier schauen, aber das hatten wir alles schon gelootet. Nö, das bringt nichts. Dann spiele ich es doch lieber wieder auf schlechteren Einstellungen. Und dafür läuft es schön flüssig. Ah, ich mag diese Lichtstimmung, wenn hier Sonnenaufgang bzw. Untergang ist. Da kommt doch Freude auf. Das ist immer so ein weiter Weg zu dem Dorf. Das ist das Einzige, was ich an dem Dörfchen nicht so mag. Ich freue mich zwar, dass es schön groß ist und dass wir dort viel, also wirklich sehr, sehr viel zu looten gefunden haben. Ach, der Wald sieht schön aus. Ah, dieser weite Weg von den Zuggleisen, das nervt doch ein bisschen. Aber naja, es ist ein Survival-Game, es soll natürlich auch etwas realistisch wirken. Boah, krass, wie das hier hinten nachlädt, ne? Wie verschwommen das alles noch ist. Nur weil ich die Grafikeinstellungen runtergenommen habe. Tut mir leid, wenn es etwas schlecht aussieht. Ja, es soll natürlich etwas realistisch wirken. Ich meine, klar, es ist ja alles noch im einigermaßen Comic-Stil und lustige Zombies und so, aber
Trotzdem muss ja ein kleiner Realismusfaktor mit drin sein und da hat man natürlich auch mal weite Wege, die man laufen muss. Das gehört dazu, aber davon lassen wir uns doch nicht kleinkriegen. Natürlich die schöne Melodie im Hintergrund noch wäre, dann wäre es etwas angenehmer, ne? So, das war aber auch das letzte Mal, dass ich etwas zur fehlenden Melodie gesagt habe. Ach komm, jetzt trink doch noch ein Energy. Kleiner Lahmarsch. Wie ruhig das hier mittlerweile geworden ist. Nur noch das Vogelgezwitscher. Und das finde ich wurde echt schön gemacht. Das Vogelgezwitscher ist so schön leise im Hintergrund und trotzdem immer mal so ein bisschen. Linker Kopfhörer, rechter Kopfhörer. Ein kleines Zombie-Geschrei zwischendurch. Ist doch auch mal was Feines. Gut, kommen wir hier vorne durch? Ich glaube nicht, ne? Hier war alles zu mit Autos. Sagen wir laufen mal hier außen rum. Achso, hier ging es auch nicht außen rum, ne? Nee. Wir mussten tatsächlich hier durch. Hier geht's nicht durch. Hier auch nicht. Hier durchs Gebäude vielleicht. Ja, den altbekannten Weg. Dann laufen wir hier hinten lang. 7.40 Uhr ist doch noch eine schöne Zeit. Die Zombies schlafen alle noch, wie man sieht. Auch Wahnsinn, wie wir hier schon wieder aufgeräumt haben. Dann lasst uns hier noch die letzten Häuserchen zu Ende looten. Und dann machen wir uns weiter auf den Weg zum nächsten Dorf. Wundert euch nicht, wenn ich hier ab und zu mal in die Kisten schaue. Ich weiß schon, ich habe die schon gelootet. Aber ich habe manchmal die Hoffnung... Was ist denn das? Ich habe manchmal die Hoffnung, dass vielleicht doch noch Loot nachspawnt. Und wir welchen finden können, aber es scheint bis jetzt nicht der Fall zu sein. Hier klopft doch schon wieder einer. So, gut, also die Häuser hatten wir alle. In dem hier sind wir stehen geblieben. Und hier klopft schon wieder einer. Komm, den holen wir uns jetzt erstmal. Es klingt, als wäre es hier. Es ist nicht hier. Nö, es ist hier. Klappe. Du nicht. Und du auch nicht. So, wir sind wieder auf dem Dach. Was lohnt sich ja, wie wir gemerkt haben, überhaupt nicht auf die Dächer zu gehen. Die Leitern können wir halt auch nicht benutzen. Das finde ich... Ach, ich dachte gerade, Mensch, vielleicht geht's doch mit dem neuen Update, aber nein. Es ist alles beim Alten geblieben. Gut, also Dächer anschauen lohnt sich nicht. Dann kämpfen wir uns jetzt von oben nach unten runter. Es liegt hier eine... Ach, so eine Patronenhülse. Hä? Hat er die jetzt aufgenommen? Dachte erst, das wäre eine Batterie gewesen. Geld. Und wir wissen immer noch nicht, was wir mit dem Geld machen können. Fast übersehen, das kleine Schränkchen hier. Ja, es ist in diesem Dorf doch sehr, sehr lootlastig. Gern mal etwas mehr über die Story erfahren. Also so generell vielleicht mal einen kleinen Hoffnungsschimmer, ob es ein überlebenden Dorf gibt. Beziehungsweise mal Freunde und Verwandte oder einfach liebgesonnene Menschen treffen, die ein bisschen was erklären, wie es dann auch generell hier dazu gekommen ist, zu der ganzen Geschichte. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Und wenn es so kleine Notizzettel sind, wie den wir damals an der Tankstation gesehen hatten, da stand ja leider nur Hello drauf, glaube ich. Wenn man mal so einen Zettel findet, wo da steht, ach hier, Tag 15 der Seuche. Mittlerweile kratzen uns überall die Hoden. Wir wissen langsam nicht mehr, was wir machen sollen. Vor lauter Hodenkrabbeln sind schon alle zu Zombies geworden. Oder wenigstens eine kleine Erklärung, wie es dazu gekommen ist.
vielleicht mal ein Radio hinstellen, wo ein Funkspruch durchkommt. Mit Laufrichtung Norden oder Süden. Dort sind andere Hodenkrabbler unterwegs. Das wäre schon ganz schön. Gut, so, das Haus haben wir durch. Oben waren wir halt schon, deswegen war es leer. Waren wir hier unten noch nicht? Okay, hier unten waren wir anscheinend noch nicht. Ach, dieses schöne Holzgeräusch. Das war eine ganze Menge Muni, 14 Kilo. So, und ich sehe, wir sind schon wieder in der Überlänge. 25 Minuten. Mensch, da müssen wir langsam mal Schluss machen. Danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder zur nächsten Folge. Macht's gut.